Weiter geht es in Amalur Reckoning und ich bin per Schnellreise und das geht doch. Man muss halt nur wissen, wie es anklicken und dann geht das auch. Keine Sonderlieferung, ich gucke hier immer die Kisten von den Leuten. Das ging, ich bin wieder in Gorhard, wo alles anfing und werde jetzt hier mal reingehen und den Quest beenden. Da wird sich der Herr ja freuen, dass wir das gemacht haben im Moment. Bin ich überhaupt richtig? Nee. Hä, hier waren wir ja noch gar nicht drinnen, ne? Irgendwie. Doch. Waren wir oder waren wir nicht? Ich bin froh, dass es euch gut geht. Bruder Mason? Mason? Schwester Zelda? Sag mal was dazu. Ihre Lügen und Anschuldigungen grenzen schon an Ketzerei. Sie sollte ihre Worte lieber sorgfältiger wählen. Sonst erstickt sie noch irgendwann an ihnen. Ich sehe das eigentlich genauso. Fühlt euch wie zu Hause. Danke. Ich sehe das eigentlich genauso. Ich weiß gar nicht, warum ich den Quest angenommen habe mit ihren blöden Büchern, aber vielleicht hält sie dann ja den Mund, wenn wir ihre Bücher finden. Weil eigentlich finde ich die echt nervig. Leute, die da halt rumprahlen und ihren Glauben verkünden und aufzwingen müssen und genau, da ist der Schrein. Ich wollte, wo will ich denn hin? Wo will ich hin? Will ich hier irgendwo rein? Kann nicht sein, dass ich da unten rein will. Warum kannst du nicht einfach da runterspringen? Muss ich hier extra runterlaufen? Düdüdüdüdü. Wollen wir hier rein? Ins Reliquarium. So, hier wollen wir hin. Wollen wir? Ja, wir wollen hier hin. Hier wollen wir runter und da unten steht er schon. Es ist vollbracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist wie das Ende eines langen Albtraums. Wie kann ich euch das je vergelten? Ich habe in der Mission eine Kollekte gemacht. Unter dem Vorwand, es sei für einen guten Zweck. Aber ihr versteht sicher, die anderen dürfen es nie erfahren. Seid bedankt. Okay, was habe ich jetzt bekommen? Was für eine Kollekte? Was? Auf bald. Ach so. Da habe ich jetzt automatisch wahrscheinlich... Ja, gut, okay. Hier kriegen wir auch was Tolles. Wahrscheinlich das sind die Sachen oder so. Ich weiß auch nicht, Inventar. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Weiß nicht, ob das so viel besser ist als das, was wir hier haben. Hm. Natürlich. Ja, doch, das ist eigentlich schon besser. Aber wenn wir da jetzt noch was Tolles reintun, dann haben wir in der Fassung, dann kriegen wir uns schon was, können wir uns was Schnuckeliges zusammenbauen. Aber das werde ich wahrscheinlich auch lieber offline machen. Das dauert immer so lange hier, das Gewühle. 22, ja, ich kann mich hier schon wieder gar nicht entscheiden. Gemme der Heilung. Klingt doch super, das nehme ich. Aber 28 Rüstwert ist auch gut. Ja, ich lasse das mal an einfach. Und was haben wir hier? Besatzlederhandschuhe. Oh, ich glaube, die sind super. Oh, da haben wir 18 Raffinesse brauchen wir dafür. Schade. 8, 5, 12, 7. Ich kann mich immer nicht entscheiden. So, und dann haben wir hier einen Stufenaufstieg wieder. Das sollten wir ja zusammen mal tun. Auch hier weiß ich wieder nicht mit diesem Zauberkram. Da blicke ich immer noch nicht durch. Ich nehme jetzt auch sehr viele Parts in letzter Zeit am Stück auf. Von daher, selbst wenn ihr schon mal was in die Kommentare geschrieben habt, kann es sein, dass ich das erst, dass ich dann schon im Voraus aufgenommen habe und das erst später anwenden kann. Aber ich lese es mir auf jeden Fall durch, wenn ihr Tipps habt oder so und wende es dann halt ein bisschen später einfach an. Das seht ihr dann ja immer. Sinnesschärfe, was hatte ich jetzt gesagt? War das die Verstohlenheit? Erhöht die Dauer, die du verborgen bleiben kannst. Finde ich auch eigentlich nicht schlecht, wenn wir da noch weiter was machen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die auch gut wären. Verringert die Schwierigkeit beim Schlösserknacken. Vielleicht sollten wir da auch mal einen Punkt reinsetzen, weil dass wir die Truhen nie aufkriegen, finde ich auch ein bisschen nervig. So, das bestätige ich mal. Und jetzt können wir hier wieder mal schauen, was wir machen. Ich würde sagen, ich packe mal was in den Bogen rein. Dank deiner unglaublichen Zugkraft können deine Pfeile sogar dickste Rüstung Panzer durchdringen. Ja, dann mache ich da mal wieder einen zweiten Punkt rein, damit wir da möglichst bald auch aufsteigen mit dem Pfeil. Hier können wir jetzt ja mal das andere nehmen, diese Frostfalle. Und und dann packen wir auch noch was. Ja, eigentlich bräuchten wir, wie gesagt, diesen Zauberkram. Das Zauberkraft. Das verstehe ich halt hier immer noch nicht so ganz, was ich hier machen kann.
da hier jetzt nichts gebraucht wird, aber es ist Sturmbolzen. Ach, dann nehme ich lieber irgendwas anderes. Das hier ist hier so meine Ecke hier. Ja, vielleicht mal was noch für die Dolche, weil wir die ja wirklich viel benutzen. Feinkling, präzise Bewaffnung. Was ist denn unser Kram hier für die Dolch? Weiß ich gerade gar nicht. Schattenfackel. Liebst du eine Schattenmagie? Doch, das nehme ich das nochmal. Das finde ich gar nicht schlecht, weil im Moment benutze ich auch viel Schattenmagie. Aber das mit den Dolchen ist auch wichtig. Das mache ich dann das nächste Mal. So, das besteht. Und das kapiere ich immer noch nicht hier mit diesen Schicksalen. Sollen wir hier immer wieder was anderes nehmen? Speer sind wir Rang 2 anscheinend. Muss ich jetzt immer mal was anderes nehmen? Ich kapiere es nicht. Schicksalsloser. Ja, anscheinend können wir hier ständig unser Schicksal oder so ändern. Das ist auch gut. Nehmen wir den Sucher. Bestätige ich das jetzt, obwohl ich es nicht ganz kapiere. Aber man sieht halt schon, okay, Nahkampfschaden, Fernkampfschaden. Nee, dann nehme ich weiter den Speer, genau. Dann habe ich hier einen guten Fernkampfschaden und Durchbohrungsschaden und ja, ich bin... keine Ahnung. Und hier haben wir halt die verschiedenen Techniken, die ich mir noch aneignen muss, immer wenn ich kämpfe. Bar, blups. Wie sieht denn das jetzt aus mit Quest? Irgendwas müssen wir jetzt neu nehmen. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge eigentlich. Wo ist der Unterschied eigentlich zwischen den Nebenquests und den Aufgaben? Ach so, das eine sind so immer so wahrscheinlich halt die Antilopenköpfe sammeln und Bücher sammeln und sowas halt. Und das andere sind eher so mit Geschichten und Leuten und so. Ich weiß gar nicht, was wir hier am besten nehmen. Eigentlich, wo ist denn das hier mit diesen... Wir haben doch die... Genau. Das will ich mal machen, weil wir hatten ja die Antilopen auch schon gesammelt, damit wir da unsere Belohnung kassieren können. Dann gehen wir mal raus hier und ja, mal gucken, wo das eigentlich ist, wo wir hin sollen. Auf der Karte. Und vielleicht geht das mit Schnellreise sogar schneller. Logischerweise. Wenn ich jetzt hier hingehe und da rausgehe, ich glaube, das ist eine Höhle. Oder ist es nicht eine Höhle? Ist es ein Dorf? Weiß ich nicht. Aber ich laufe einfach mal hier geradeaus. Querfeld ein. Was nicht geht. Ist auch schön. Ich glaube, ich muss wohl doch auf den Weg gehen. Was ich doof finde. Hier sind ganz viele Gegner. Die Boggarts mal wieder. Geht aber schon mit dem Pfeil jetzt schneller als sonst. Ja, das ist ja super. Geht doch immer langsam schneller als am Anfang. Vor allem mit dem Pfeil und Bogen. Das ist gar nicht schlecht, wie ich das hier so mache, finde ich. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache mit dem Bogen und so. Das weiß ich ja. Jeder spezialisiert sich halt so auf die Sachen, die er mag, aber da das so mein Ding ist und da ich seit kurzem selber wirklich einen Bogen habe, vor allem jetzt dann, um mich auch als Elfe zu verkleiden, das kann ich auch einfach mal erzählen, da freue ich mich schon ziemlich drauf und deswegen eigne ich mir das natürlich auch gerne in den Spielen an. So, hier, du wolltest deine ja. Antilopenköpfe. Zeig ich dir. Gut. Der Troll, der in der Ballade den Ring gestohlen hat, heißt Lecker der Beleibte. Ich schätze, er hatte wohl einen gesunden Appetit. Ihr müsst die Trophäen genau so platzieren wie der Champion in der Ballade. Wenn alle an Ort und Stelle sind, müsste Lecker auftauchen. Sobald er da ist, sollte es eine Kleinigkeit sein, den Ring in euren Besitz zu bringen. Ich meine, ihr habt doch schon mal einen Troll getötet, oder? Was soll ich mit diesen Trophäen? Ihr müsst sie in den Ruinen platzieren. Dadurch wird Lecker der Beleibte aus seinem Versteck gelockt. Und wir bekommen den Ring. Und gegen den darf ich dann auch nochmal wieder kämpfen. Leb wohl. Na, klasse. Und da denke ich, ich kriege jetzt hier eine schöne Belohnung. Aber ist ja klar, wir wollten ja hier noch was tun. Das stimmt. Da hat sie recht. Kopf platzieren. Und jetzt kommt der Heini hier gleich. Oh Gott. Hab ich ein bisschen Schiss vor. So, hier der nächste Kopf. Muss der da nicht hin? Muss ich jetzt hier nach einer bestimmten Reihenfolge? Ja, tatsächlich. Okay.
Mhm. Na? Oder ist er? Ah, ich hab's gewusst. Ja, hätte besser laufen können, gebe ich zu, aber immerhin geschafft. So, wenn die sich jetzt nicht freut, dann weiß ich auch nicht. Danke, dass ihr euch um Lecker gekümmert habt. Ich hatte natürlich nicht wirklich Angst. Ich spiele einfach nur meine Rolle, das ist alles. Gebt mir jetzt, wo das alles erledigt ist, einfach den Ring und ich gebe euch eure Bezahlung. Ich glaube, ich behalte ihn. Hier ist der Ring, ja. Ach komm, kriegst du deinen Ring, du wolltest ihn unbedingt haben. Und hier ist eure Belohnung. Wisst ihr, ihr habt die Voraussetzungen für eine fähige Reisende. Und das meine ich als Kompliment. Ihr solltet euch vielleicht im Diebeshandwerk versuchen. Wenn es euch zusagt und ihr gut genug seid, könnt ihr eure Waren an unsere Hehler verkaufen. Ich hätte sie natürlich jetzt auch überzeugen können. Oh Mann, jetzt habe ich den Ring der Maid weggegeben. Das war bestimmt auch nicht so klug. Aber jetzt hat sie den, sie wollte ihn unbedingt haben und... Boah, wir haben ein bisschen Kohle bekommen. Niemand ist vor seiner verwelkenden Berührung sicher. Nicht einmal die Reisenden. Unser Schicksal, ebenso wie das aller anderen in Amalur, liegt in den Karten. Und vor allem... Angenehme Reisen. Ach ja, Olle. Wegen dir habe ich mich jetzt belullen lassen. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas Tolles bekommen oder nicht? Nö, ne? Keine Ahnung. Accessoires? Knappes Ring? Das hatte ich alles schon vorher, du Nase. Ja, weil wir ja auch immer den ganzen Dreckskram machen. Du hast im Moment keine aktive Quest. Nee, das stimmt. Jetzt können wir uns wieder überlegen, was wir als nächstes machen. Pestschild ist aber wieder so weit weg. Das mit den Boggarts auch. Was war denn hier noch in der Nähe? Das mit den Trollen auch nicht. Heimkehr. Gisela wartet darauf. Hier, vielleicht sollten wir uns mal um die Gisela Wulflack kümmern. Denn die brauchen ja Hilfe wegen ihrem Mann. Das machen wir mal. Dann vergesse ich auch ganz schnell, dass ich gerade den tollen Ring weggegeben habe. Hier... reise ich ganz schnell mal hin. Das geht wesentlich schneller, als wenn wir mal laufen. Und dann gucken wir mal, ob ich hier ihr helfen kann wegen ihrem verschollenen Geliebten. In die drei Lampen gehen wir. Hallöle, Leute. So. Hier, da hängt doch jemand. Ach was. Es ist mutig von euch, dass ihr nach Didenhil kommt. Dem kleinen Dorf geht es ziemlich schlecht und ich muss das wissen. Ich war im Krieg. Es wäre in eurem besten Interesse, eure Vorräte aufzufüllen und schnellstmöglich wieder abzureisen. Die Blutpest ist schnell, sehr schnell. Okay. Hey, deine Frau wartet übrigens auf dich, ne? Ihr habt Gisela getroffen? Ja, sicher. Wie kann das sein? Ich habe doch die Todesnachricht geschickt. Sie sollte eigentlich glauben, dass ich tot bin. Sie darf nicht erfahren, dass ich überlebt habe. Nennt mich einen Feigling, nennt mich, was ihr wollt. Ich bin nicht mehr der Mann, den sie vor so langer Zeit geheiratet hat. Ich bin gebrochen. Ich kann sie nicht den Albträumen aussetzen, den Verwundungen, der Ruhelosigkeit. Ich werde ihr diese Pein ersparen. Hallo, sie liebt dich noch immer und du bist voll der feige Arsch. Sie trauert hier voll um dich und da werde ich ganz bestimmt nicht, du bist ein Feigling. Was sage ich denn jetzt? Also ich bin bei allem drei sauer auf ihn. Sie liebt euch noch immer. Das ist leicht gesagt. Aber ich habe den Schrecken des Krieges ins Auge geblickt und nur Tod gesehen. Gisela verdient ein neues Leben. Ein Leben ohne die Bedrohung durch die Tuatha. Jede Nacht weine ich um das, was ich hatte und was hätte sein können. Aber dieser Traum ist verflogen. Was ist denn jetzt mit eurer Frau? Sie wird dieses lange Leben ohne mich überstehen müssen. Glaubt mir, es ist besser so. Das geht gar nicht, du Arsch. Ja, und jetzt? Was wollt ihr denn?
Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ich zerr dich da jetzt hin. Das ist doch total scheiße. Du bist doch so doof. Ihr wollt nichts über mich wissen. Und dieser Name hat inzwischen kaum noch eine Bedeutung für mich. Ich kam als ein anderer zurück. Als ein Schatten des Jungen aus Gorhard. Oh, du bist doch so ein Feigling. Ich hätte ihn mal überzeugen sollen, irgendwie. Ja? Das ist ja scheiße. Jetzt hängt er hier und... Oh, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt muss ich zu der wieder gehen und der sagen, dass ihr... Feigling-Typ da irgendwie aus dem Krieg zu... Oh. Aufreger. So, wir gehen wieder mit Schnellkarte hier einfach zurück. Ist nämlich voll weit weg. Oh, ab nach Gorhard. Die arme Frau. Aber dafür können wir jetzt wenigstens unsere Quest hier schnell erledigen. Damit wir auch irgendwann vielleicht dann doch nochmal dem Hauptquest folgen. Aber das kann ich immer erst, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe alles erledigt. Das ist furchtbar. Und es kommen immer noch mehr Quests dazu. Und immer mehr Menschen, die meine Hilfe wollen. Und ich sage natürlich immer erstmal ja. Weil ich dann immer denke, naja, dann habt ihr ja die Wahl. Nach Sonnenuntergang, nicht nach draußen. Naja, dann habt ihr ja so die Wahl auch zu sagen, sie hängt hier, die Schwester Zelda, zu sagen, ob ihr den Quest wollt oder nicht wollt oder so. Ach Mensch. Ach Gisela. Ach, die tut mir leid. Ich hoffe, ihr bringt gute Nachrichten. Nee, obwohl leider nicht. Obwohl ich weiß, dass ich kindisch war, habe ich mich dennoch an die Hoffnung geklammert. Ihr würdet etwas Neues erfahren. Und ihr würdet tatsächlich tun, was ihr versprochen habt. Sagt es mir. Was habt ihr erfahren? Dass dein Mann Arsch ist. Und... Was ist geschehen? Bitte. Er ist tot. Er lebt in Didenhill. Das sage ich ihr jetzt. Möge Mitaro euch schützen. Ihr habt mir wieder Hoffnung gegeben. Dafür hat Kamten die ganze Zeit gekämpft, nicht wahr? Für die Hoffnung, dass der Frieden irgendwann zu uns allen zurückkehrt. Vielen Dank. Bitte nehmt dies. Es ist nicht viel, aber mehr hat die Frau eines Müllers, der Soldat geworden ist, nicht. Ich gehe jetzt zu Kamten. Ich werde ihm zeigen, dass nichts das Band zwischen uns zerstören kann. Nicht der Krieg, nicht die Zeit, nicht die Entfernung. Leb wohl. Ja, versuch dein Glück. Wenn er dich nicht will, hat er dich auch nicht verdient. Liebesdrama hier, voll die Soap. Ja, ich will ihr Geld gar nicht. Das hätte sie auch behalten können. Das hätte ich auch gerne so gemacht. Was liegt denn hier? Ich kann doch Gott um nach euren... Was? Nach uns zu sehen, Rika ist genauso wunderbar, wie ihr beschrieben habt, und doch ist sie nur noch ein Schatten. Sie vermisst euch, mein Freund. So wie wir alle. Ich werde über sie wachen, da es nicht mehr können. Ich werde euch oft besuchen. Verflucht sei dieser Krieg. Wer hätte gedacht, dass ich zu einer Mission komme und ein Gefängnis gegen ein Kloster tauschen würde? Wären wir doch nur beide entkommen, aber die Gitter waren zu stark, die Torte zu grausam. Euer Waffenbruder Mason. Keine Ahnung, was das ist. Ist ja interessant hier. So, jetzt kommt wieder die Nachricht bestimmt, du hast kein Quest ausgewählt. Dann soll sie sich mal um ihren Typ kümmern und wir können schon wieder was anderes machen. Ich würde sagen, mein Vorschlag ist, dass ich mich so um diese Aufgabensachen, also wie diese Bücher sammeln und sowas alles, dass ich das alleine mache, also offline, und euch dann aber immer, ja, zeige, was ich gefunden habe, das vorlese oder was weiß ich nicht was. Und alle Nebenquests mit Personen oder so, dass ihr da mehr integriert seid. Was haben wir denn noch? Ach, die olle Schwester Zelda. Das mit den Trollen, die Boggarts und das Pestschild. Und natürlich unser Hauptquest. Lied. So, dann hätten wir auch noch das hier, das Lied von Sir Sagrell. Vielleicht sollten wir das auch mal tun hier. Das sieht doch interessant aus. Dafür muss ich gar nicht wieder raus. Da kann ich auch direkt wieder auf die Karte gehen. Hier wollen wir wieder nach hinten. Eigentlich waren wir hier ja auch gerade schon, aber wir haben uns halt gar nicht umgeguckt. Und dafür müssen wir auch wieder rein. Als wären wir halt gerade rausgekommen, aber wir waren da noch nie drinne. Mal gucken, was jetzt hier so auf uns zukommt. Klingt auf jeden Fall mal total mystisch und schön. Und sieht auch wieder sehr, sehr schön hier aus. Irgendwas gibt's hier auf jeden Fall zu tun. Hey, hey, hallo. So, dreister Staubling. Ihr habt keine Rolle in der Erzählung der Feinde. Diese Geschichte gehört einem von uns, nicht irgendeinem Welpen, der frisch aus der Wiege gekrochen ist. Zuerst diese seltsame Maid und jetzt das. Was wollt ihr hier in Gorgoath? Ich möchte helfen. Ach,
Sagrals Legende ist wahrlich dunkel. Und wir könnten jede verfügbare Hilfe brauchen. Ihr könnt bleiben, aber der Sitz wird niemals von einer Sterblichen besetzt sein. Dessen bin ich mir sicher. Wir kommen zu spät, um den Borka bei seiner Mahlzeit zu erwischen. Jetzt schläft die Bestie, beschützt von den Ranken und Gräsern von Gorgoath. Aber noch ist nicht alles verloren. Wenn wir die Wurzeln vernichten können, bevor sie Halt finden, können wir die Bestie aufscheuchen. Kommt, ich beschäftige den Borka und ihr sucht nach den Herzranken. Okay, dann machen wir das Haltet mal. Haltet die Augen offen. Alles klar. Dann weiß ich nicht. Soll ich einfach loslaufen? Öffne Tür. Diese Tür wird auf ungewöhnliche Weise geöffnet. Schlüssel oder Dietrich hier sind nutzlos. Kannst du das nicht machen? Was? Ich dachte, wo soll ich denn jetzt hin? Laufe ich jetzt einfach irgendwo lang, okay? Ach so, ja. Da kommen sie schon. Kleinen Fieslinge. Ein Fisch! Ach, der hilft mir aber ganz gut hier. Der gibt mir gut Rückendeckung, der Gute. Auch wenn er nicht so begeistert war, dass ich mitmache, aber das kriegen wir schon hin. Ein bisschen schwer auszuweichen. So, und er wirbelt hier immer so um mich herum. Oder sind das die kleinen Viecher gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Wir müssen geschwind sein. Dies ist kein Ort, um zu verweilen. Anwärterfiegung, was müssen wir tun? Der Borka schlummert in seinem Bau. Umgeben von einer schützenden Hülle aus den Ranken der Höhle. Wir müssen das Nest schwächen und verhindern, dass neue Triebe Wurzeln schlagen. Okay, genau. Haltet die Augen offen. Alles klar, weiter geht's. Himmelsblüte. Ja, das ist natürlich dann hier der Anfang von der Höhle, die wir vielleicht in diesem Part nicht fertig schaffen. Warte mal, kann ich nicht da vorne auch lang? Wenn ich hier runtergehe, genau. Ist ja auch lang. Man sieht auch oben auf der Karte zu sehen. So. Und wenn wir hier mal jetzt schleichen. Vielleicht hilft mir das ja. Was ist denn das hier für ein Ding? Okay. Ich glaube, das war aber richtig so. Glaube ich. Oder so. So, jetzt können wir hier lang. Wir gehen mal nach rechts hier. Wenn die nicht gucken gerade, geht's vielleicht. Nee, der sieht mich. Der hat uns gesehen. Dieser Tod. Ich verstehe es nicht. All dieser Tod, er versteht es nicht. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Okay. Ist voll magisch hier. Hier sollen wir bestimmt wieder was machen. Ah, was Schickes bekommen. Alles klar. Und was haben wir hier? Ich nehme einfach mal alles mit. Hier geht's wieder um die Ecke. Und hier sind wieder Feinde bestimmt.
Sieht man da unten schon welche, die ich angreifen könnte? Weil hier die roten Punkte so in der Nähe sind auf der Karte. Sind hier unten irgendwo. Da unten sind sie doch. Aber da zielt sie nicht hin. Schade. Dann laufen mal weiter hier. Wir ziehen hier überall an diesen Dingern. Will, dass wir verschwinden. Okay, aber ich denke, wir werden bleiben und uns im nächsten Part hier weiter um den Kram kümmern. Ja, im Moment läuft's ja ganz gut. Wir haben es beinahe geschafft und darüber bin ich froh. Dieser Tod, dem euer Volk entgegensieht, kann einen wahnsinnig vor Angst machen. Ja, aber jetzt sind wir ja da. Haltet die Augen offen. Können wir ja auch helfen. Dafür sind wir ja hier. Und können diesen ganzen Kram mitnehmen und schauen... Hast du das jetzt mitgenommen? Ja, hast du. Nicht, dass hier irgendwann auch mal mein Plunder wieder voll ist und ich gar nichts mehr mitnehmen kann. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Bis dann!